Hallöchen, Taschen und Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Let's Fail. Heute habe ich mir mal was ganz Besonderes ausgesucht und zwar werde ich ein wenig über das Thema quatschen, was ich mir ausgedacht habe. Ich werde probieren, mich diesmal noch ein bisschen mehr zu konzentrieren und ein bisschen weniger so Kunstpausen zu machen, weil das liegt mir doch sehr. Also diese Kunstpausen liegen mir doch sehr. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich mich beim Zocken halt extrem konzentriere. Gerade wenn, oder extrem nicht, aber konzentriere und wenn ich am PC spiele, ist das alles natürlich noch ein Ticken härter. Weil mir das alles noch ein bisschen weniger liegt. Als vor you doch. Schmerzpille wahrscheinlich, Frankie. Was? Alter, wie geil. Haha, klette random über irgendwas drüber. Oh Gott, ey, was? Die streut so derbe, das ist nicht gut. Aber das ist für diese Map, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. So. Ja, ich hasse so diese G18 Akimbo-Spackos. Die können wirklich nichts, aber auf jeden Fall, jetzt habe ich schon wieder übelst viel leise geredet. Wahrscheinlich habe ich leise geredet. Ich habe sehr viel nichts gesagt, sehr lange nichts gesagt. Und zwar habe ich mir ein Thema überlegt. Fanboys. Und ich werde in diesem Zusammenhang natürlich, es lässt sich kaum vermeiden, auch ein paar Namen nennen von größeren YouTubern. Ich kann sie jetzt direkt am Anfang schon mal sagen. Elotrix, Commander Krieger oder sowas. Und ich möchte sie, das muss man immer wieder dazu sagen, ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache, oder gleich hören. Weil ich muss dazu sagen, ich werde mich nie in keiner Form gegen sie irgendwie äußern. Ich möchte nur halt an ihrem Beispiel meine Argumente etwas unterstützen. So, und zwar soll es heute um Fanboys gehen. Fanboys würde ich direkt erstmal so definieren. Das Phänomen des Fanboys tritt meist im Alter von so 10 bis 15 auf ungefähr. Das ist gerade die Zeit, in der Kinder, das sind ja noch richtige, obwohl 15-Jährige sind jetzt nicht mehr so die richtigen Kinder, aber viele verstehen halt einfach keine Ironie und verstehen keine Ironie. Ich meine, das ist auch kein Vorwurf oder so, weil das ist schon etwas höherer Humor. Aber das Problem ist halt, Elotrix und Commander Krieger jetzt zum Beispiel haben eine sehr große ich habe ihn gesehen, dann mich doch für den anderen entschieden, der da stand, und dann wurde ich bestraft. Geil. Haben eine sehr große Community, beziehungsweise sehr viele Abonnenten. Also sehr viele im deutschsprachigen Raum, sind das schon ordentlich viele. Und deswegen auch eine, doch, ich würde es einfach mal Community nennen. Viele haben da was dagegen, weil einfach alle sagen, weil viele sagen, ja, nee, also Community würde ich das nicht nennen. Die macht ja eigentlich jeder so für sich sein Zeug. Was ist denn das? Wieso sehe ich die denn da nicht? Naja, so, und deswegen auch viele jüngere Zuschauer. Und diese jüngeren Zuschauer hängen sehr an ihren Idolen. Und wenn es nun mal gerade so ist, dass Elotrix oder Commander Krieger, deren, ey, bin ich dumm, deren Vorbilder sind, gegen man ja nichts haben kann, dann verteidigen die ihr Vorbild oder ihren Mentor nicht, aber ihren YouTuber, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll, auf jeden Fall verteidigen sie die natürlich in jeglicher Form. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Solange diese Verteidigung, was war das denn bitte hier, hä? Genau. Solange
sie die zurecht verteidigen. Denn oftmals ist es so, dass man... Alter, habe ich den gefickt oder was? Nee, oftmals ist es halt so, dass ich... YouTuber, fickt euch, Alter. Oh, fuck, Alter. Dass YouTuber, was sich in irgendeiner Form zu Commander Krieger oder zu Elotrix oder zu anderen jeglichen YouTubern äußern. Und diese dann kritisieren, das kann sein. Oder halt einfach nur was sagen, Ironie, ironisch gemeint oder so. Halt, oder wirklich... Boah, Alter, war das knapp. Angebrachte Kritik äußern. Und das verstehen dann Fanboys oft sofort erstmal falsch. Was? Boah, Alter. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Hab ich den noch bekommen? Nee, hab ich anscheinend nicht mehr gemessert. So. Oh, Alter, es leckt derbe. Ich hab doch eigentlich einen Treiber. Was ist da los? Obwohl, Treiber ist natürlich auch nicht gut. So, wieder zum Thema zurück. Ihr merkt, ist immer noch schwer für mich. In der fünften Folge, weil das ist wesentlich, gehirnraubender oder so leistungsziehender als irgendein Magicka oder Terraria. Da lässt sich viel leichter quatschen. So, und diese Fanboys verteidigen die ihre YouTuber natürlich dann, und wenn sie halt, gerade wenn die Verteidigung unbegründet ist, weil es halt einfach ironisch gemeint war, was der eine YouTuber über wen auch immer gesagt hat, dann kommt das natürlich oft, fuck, Alter, dann ist das verheerend für die, wenn die kleinen Fanboys ankommen, die Ironie nicht verstehen, meinen, sie würden ihrem Vorbild helfen, wenn sie ihn verteidigen, das Video disliken, den dem YouTuber und in die Kommentare zum Beispiel D-Abo ganz groß geschrieben schreiben oder Sachen wie, ja, was gibt's noch, ja, disliken, blöde Kommentare schreiben, öffentlich zum D-Abonnieren aufrufen. Und das schadet dem YouTuber. Wenn das ein größerer YouTuber ist, okay, das schadet ihm dann wahrscheinlich allerdings ähnlich viel, weil es ähnlich viele Fanboys sehen werden. Und das ist halt... Oh, Alter, da hat da gerade jemand reingetuned. Irgend so ein dickes, hobbyloses Kind. Na genau, und das schadet dem YouTuber halt auch. Und die Fanboys dann diesen YouTubern, der normale Kritik geäußert hat, begründete Kritik oder ironische Kritik, wie auch immer. Und ey, mich kotzt es einfach an, dieses Spiel. Es ist nicht zu fassen, ey. Boah. Oh, Alter. Zum Glück überlege ich mir das Dropshotten immer an Sven. So, und das schadet dem YouTuber, und dann... Entweder er geht sich beschweren. Ey, guck mal hier, was sagst du zu dem Video? Ich habe das alles nicht so gemeint. Was ist das bitte? Ey, Mann, wieso sieht der mich so gut und ich ihn nicht? Ich muss mich beeilen, bitte mich dem mal. Ich glaube, ich spiele einfach noch eine Runde. Und diese YouTuber gehen sich dann beschweren oder sagen, hier, guck mal, deine kleinen Kiddies haben mich blöd gemacht. Kannst du denen vielleicht erklären, dass wir beste Freunde sind und... Wasteland spielen wir definitiv nicht. Und wir vielleicht, und ich vielleicht irgendwie dazu äußern könntest, weil mich nervt das ein bisschen. Ich habe jetzt auf mein Video 500 Likes und 300 Dislikes, und das ist kein guter Schnitt. Könntest du da bitte was sagen? Und ich denk mal, sowas passiert dem Endotrix relativ oft, dass er ihm gesagt wird, wahrscheinlich, Fränge, jetzt komme ich bestimmt in ein laufendes Spiel rein. Dass ihm gesagt wird, hier bitte, stell das mal gerade, weil mir glauben die 10-jährigen Kinder nicht. Und ja, da sind wir auch schon bei dem Grund, warum es Fanboys gibt. Fanboys, das Phänomen des Fanboys entsteht dann, wenn ein YouTuber eine große Zahl anspricht mit Themen, für die sich hauptsächlich
Kinder interessieren. Kinder oder pubertärende Kinder, denn Eloquix zum Beispiel spricht ja immer so, spricht ja immer über sein Lieblingsthema und ja, das fasziniert halt kleine Kinder und natürlich auch Ältere. Also das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass seine Community aus kleinen Kindern besteht. Ganz im Gegenteil, ich denke mal so von seinen, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten er hat, 600, 800.000, von denen sind vielleicht 10% Fanboys, aber die äußern sich natürlich extrem stark, weil das sind somit die aktivsten, ja, wie YouTube-Nutzer, YouTube-User sozusagen, kleine Fanboys, die ihre Vorbilder dann verteidigen. Und das ist natürlich, das würde mich schon in irgendeiner Form doch ziemlich nerven, wenn ich immer wieder irgendwelche Sachen klarstellen muss und hier hört mal, mit dem bin ich befreundet und so, ey, macht den mal nicht dumm, das hat er nicht so gemeint oder das ist ein Insider, den versteht ihr nur, wenn ihr mich schon seit 3 Jahren verfolgt und sowas und ey, das würde mich total ankotzen und Fanboys, da muss man auch sagen, das ist, die sind halt einfach wirklich so fixiert oft mal, also oft fixiert, nicht immer, aber die sind eigentlich noch schlimmer als Flamer, weil bei Flamer, bei Hatern, die einfach random flamen, da ist noch irgendwie, die begründen manchmal, oh, verdammt, Alter, ich vergesse immer wieder, dass ich die Claimer mit hab, ey, es kotzt mich an. Entweder haten sie aus gutem Grund oder sie haten halt einfach so, aber die kann man nicht ernst nehmen und bei und die richten auch keinen großen Schaden an, aber Fanboys richten teilweise doch durchaus großen Schaden an, weil es einfach so viele sind. Hater gibt's nicht so viele oder beziehungsweise Hater haten oft aus gutem Grund, aber Fla oh Alter, wie schlecht bin ich eigentlich? Oh Gott. Oh Gott, so. Nee, ich bin immer noch da. Was wollte ich sagen? Ich wollte nichts sagen. Ja, so, das war's. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein, dass sie einfach extrem nervig sind. Unnötig. Und es ist, nochmal um klarzustellen, sind nicht alle 10 bis 15-Jährigen sind Hater. Fanboys niemals. Ey, wenn das so wäre, dann würde, glaube ich, wenn YouTuber oder würde es nur noch große YouTuber geben und die würden alle total verklemmt sprechen, weil sie auf keinen Fall irgendwas Riskantes ansprechen wollen. So, deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen verstanden, wieso ich. Oh, fickt euch, Alter. Was machst du denn da? So, ihr habt jetzt hoffentlich ein bisschen verstanden, wieso ich. Was macht der denn da, Alter? Sitzt da der erst. Oh, scheiße, Alter. Hä, was? Wie? Was? Oh, verdammt, ich bin so dumm. Oh Gott. Ich bin so dumm. Naja, auf jeden Fall. Hoffe ich, habt ihr jetzt verstanden, wieso ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich in keiner Weise gegen Elotrix oder Commander Krieger äußern möchte. Da bin ich dann noch, genau. Commander Krieger hat übrigens, finde ich, eine sehr, sehr, sehr erwachsene oder ist, hat, denke ich, eine der erwachsensten Fan-Community sozusagen. Also eine der erwachsensten Abonnenten. Oh nein! Oh nein, ey! Oh. Da gucke ich immer erst so. So, könnte einer sein? Ich überlege mir mal, könnte da einer sein? Anstatt einfach zu gucken, dann überlege ich mir, ja, da kann einer sein. Dann gucke ich, dann überlege ich, ist das ein Gegner? Und dann ist es zu spät. Oh, Alter, Luck. Wie bitte?
Ja, geil. Jetzt wird's kritisch. Wird es wird kritisch. So. Die Dings sind zwar sogar geplant. Naja. Da seht ihr mal. So, was, über was kann man. Wie geil, Alter. So. Keiner. Welcher Spaß hat mir die da weggenommen? Gesichert. Oh, verdammt, ich merke schon wieder, ich rede schon gar nicht mehr. Ich bin nämlich. Genau, Commander Krieger hat eine der erwachsensten Abonnentengruppen. Wie auch immer. Ja, das denke ich ist so richtig, weil. Also, ich kenne keinen, der Gips auf die Fresse bekommen hat, weil er, also von irgendwelchen ahnungslosen Kindern, weil er sich negativ über Commander Krieger geäußert hat. Kann man natürlich auch so verstehen nach dem Motto, das ist. Oh mein Gott, wie geil, Alter. Das habe ich noch nie. Alter, der ging rein, der hat reingehauen. Krass. Alter, wie geil ist das denn? Ich muss jetzt dazu sagen, das ist mein erster Helikopterschütze. Der haut natürlich gar nicht rein, Frengi, wahrscheinlich. Oh Gott, Bestimmt. Okay, aber ich glaube, der haut mehr rein als jeder AC-130, kann ich mir vorstellen. Jo, mein Harrier macht auch noch schön mit. Die Predator hat vor allem nichts gebracht, ne? Da hätte ich auch auf Nuke spielen können. Fällt mir so auf. Ich spiele ab jetzt immer auf Nuke. Ich nenne das, Let's Fail... Let's Fail Nuke. Alter, ernsthaft, ich hätte es geschafft. Ich hätte die Nuke höchstwahrscheinlich bekommen. Wie geil. Oh, ich fühle mich jetzt, ab jetzt darf man mich Boss nennen. Ihr dürft mich, nennt mich Boss. Weil ich ihn auch noch gefickt habe. Weil ich hier nacheinander jeden ficke. Weil ich halt ein verdammtes Arschloch bin. Weil ich's drauf habe. Nein! Oh Mann, Alter, 32,8, das ist nur das Beste, was ich je auf dem PC hatte. Die sind doch hier oben, oder? Die sind doch alle hier oben. Wo sollen die? Ach nein, die können ja noch da unten sein. Oh, das nervt. Scheiße, ich jetzt. Der Rauch, der durch die Wand trifft. Naja, wie gesagt, Commander Krieger ist halt einer der. Boah, Alter. Einer der mehr oder weniger Erwachsenen. Er ist ja auch schon älter. Er spricht ja auch Themen an, die für Kinder halt wirklich einfach uninteressant sind oder. Ja, wie soll ich sagen, oder nicht für Kinder, sondern für solche Kinder, die halt wirklich für diese Fanboys halt. Und es gibt natürlich halt Commander Krieger bestimmt auch Fanboys, aber dann halt nicht so krass. Ich würde mich jetzt nicht als Fanboy von Commander Krieger bezeichnen, aber ich muss sagen, wenn was Negatives über ihn behauptet wird, bin ich auch erstmal skeptisch. Ich höre mir das an und ich muss sagen, jo, wenn es stimmt, dann bin ich vielleicht irgendwie ein bisschen enttäuscht oder so von Commander Krieger, weil ja, aber es ist nicht so, dass der Hurensohn, der das gesagt wird, jetzt erstmal geflamed wird, weil er vielleicht die Wahrheit sagt. Das weiß man ja nicht. Ja, wie gut, dass ich dieses Spiel noch gespielt habe, weil ich wieder nicht auf den Punkt gekommen bin, beziehungsweise nicht auf den Punkt gekommen bin, sondern weil ich
wieder zu lange Pausen gemacht habe und deswegen dieses Spiel spielen konnte. Wo bin ich? Okay, anscheinend nirgends. Oh Gott, Alter. Wo du bist, der Gegner? Nein, 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 nein. Fuck, Alter, scheiße. Komm, schnell raushauen. Okay. So, perfekt. Ich glaube, damit reicht für heute. 44:12, das werde ich, dieses Gameplay werde ich höchstwahrscheinlich auch nochmal als Gameplay für ein Commentary benutzen, weil es einfach gut war. Oh geil, jetzt habe ich schon die M16A4. Das freut mich. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Gameplay war super, das zweite. Das war richtig gut für meine Verhältnisse. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Ciao.